Hallo, meine Lieben, wie geht es euch? Wir hatten gerade einen richtigen Regenfall. Es hat richtig ge Ja, man hört, man konnte das Re den Regen hören. Höre ich ganz selten hier. Und es war wirklich gut, dass wir so viel Regen hatten. Bei uns ist es ja furchtbar trocken. Ja, Leute, ich habe in der letzten Zeit sehr viel über das Reich Gottes geredet. Und wie man sich auf das Reich Gottes vorbereiten kann. Ich hoffe, dass ihr diese Videos gesehen habt. Und warum machen wir das? Weil wir uns halt sehnen nach dem Reich Gottes, weil wir halt jetzt in einem fremden Land leben. Wir sind nicht zu Hause jetzt. Ja, wir leben in der Ferne. Aber wir sind ja auch in der Ferne geboren, im fremden Land. Aber im fremden Land, ja, müssen wir trotzdem unsere Bürgerschaft behalten. Wir müssen an unsere Tradition, unseren Traditionen festhalten. Deswegen müssen wir uns vorbereiten, weil der König kommt ja bald. Und dann müssen wir halt, weil das halt so ein Extrem ist zwischen dem weltlichen Reich und dem Reich Gottes, müssen wir halt auch wissen, wie man in so einem Reich lebt. Ja? Lebt. Wenn wir die ganze Zeit nur in diesem Reich hier leben und mitschwimmen, wie können wir dann auf einmal im anderen Reich leben? Ja? Es geht halt nicht so einfach. Aber heute will ich wieder über Zeichen reden, dass Gottes Reich nahe ist oder bald kommt, Jesus bald wiederkommt. Und ich habe da wieder einen ja, interessanten Trinken Pastor gehört. Er Ja, aus einer von einer ganz großen Gemeinde, ja, ein Pastor, ein sehr ja, berühmter Pastor oder halt ein Pastor, der sehr viele Nachfolger hat, ja, eine große, große Gemeinde und hat gepredigt über Endzeit und eben das zweite Kommen von Jesus. Und er hat halt jetzt gerade da über Ezekiel 38 gepredigt. Und ich denke, immer, ihr wisst genau, ja, haben diese Prediger, die, ja, vielleicht sind sie Prediger, überhaupt die Gabe, der Auslegung vielleicht. Ich weiß es nicht, aber über was ich heute reden möchte, müsste eigentlich ganz einfach sein, die Tatsachen zu finden, ja, die Wahrheit zu finden. Wenn ich die richtigen Studien, also wenn ich die richtigen Prinzipien anwende, von wie man Bibelstudie macht, müsste man eigentlich auch, ja, vielleicht sogar ohne Heiligen Geist draufkommen, dass der Gog und Magog-Krieg nicht jetzt bald passiert. Ja? Müsste man eigentlich drauf kommen. Weil man natürlich an diese Stellen analysiert. Das heißt, ich schaue mir diese Dinge an und vergleiche diese Dinge mit, wie es heute in der Welt aussieht. Und dann gucke ich mir andere Stellen in der Bibel an und versuche dieses Geschehnis von Ezekiel 38, Hesekiel, glaube ich auf Deutsch, Ezekiel 38 einzuordnen. Ich habe darüber schon Videos gemacht. Wenn ihr meine Videos kennt von Gog und Magog, ja, dann wisst ihr, was ich meine, aber ich habe auch neue und ich finde halt schon, dass die Leute das wirklich lernen müssen, weil wir halt so viele haben, die das falsch auslegen.
Ja, die legen das falsch aus. Die nehmen das an. Wo kriegen die diese falschen Annahmen an? Ja gut, Dispensationalismus. Dispensationalismus, Zionismus. Ja? Weil sie halt denken, Israel, ja, das Land Israel, das ist ja von Gott jetzt, das ist ja das Land Gottes, ne? Das wurde ja den Juden jetzt gegeben von Gott. Nee, das stimmt aber nicht, Leute. Ja? Jesus wird selber kommen und sein Land für sich bestimmen. Das brauchen die Juden nicht machen. Die Juden haben das verloren. Vor wie viel? Vor 2000 Jahren. Warum? Weil sie Jesus abgelehnt haben. Und nur Jesus ist halt der König, der das auch dann eben in beanspruchen kann. Die Juden hatten es, weil sie halt Gottes Gesetze befolgt haben. Dann haben sie Gottes Gesetze nicht mehr befolgt. Dann wurden sie aus dem Land geschmissen. Das ändert sich auch jetzt nicht, wenn sie es mit eigener Gewalt ja sich aneignen. Aber gehen wir mal wirklich zu Hesekiel 38. Bitte mach das und lies das ein paar Mal durch. Ich habe das schon so oft gelesen. Ich werde es hier ansprechen. Bestimmte Punkte, die ganz genau zeigen, dass Hesekiel 38 nicht heute passieren kann, sondern wie Offenbarung 20 das sagt, da gehen wir dann auch hin, am Ende vom tausendjährigen Reich. Viele haben dann ein Ausreden, ja, alle möglichen Ausreden und sagen, ja, das ist nicht der gleiche. Doch das ist der gleiche. Das ist der gleiche Krieg. Der heißt Gog und Magog-Krieg, ja, und es ist der gleiche Krieg. Hesekiel und Offenbarung 20 sind die zwei gleichen Kriege. Ja, weil dann viele sagen, na ja, jetzt Russland, Russland, Russland wird angreifen. Wird Israel angreifen. Warum sollte Russland Israel angreifen? Die haben doch gar keinen Grund dafür. Ja? Gar keinen Grund. Es besteht doch gar kein Grund. Aber ganz egal. Ganz egal. Wir müssen die Stillen anschauen. Wir müssen Hesekiel lesen und gucken, was für eine Schlacht ist das? Was für eine Zeit ist das? Jerusalem sitzt in Sicherheit, totaler Sicherheit. Die Leute von Jerusalem zu Hesekiel 38 Zeiten hatten keine Armee. Sie haben nicht damit gerechnet, dass sie angegriffen werden. Sie hatten keine Wände, ne? Sie haben keine Verteidigungswand um sich herum gehabt. Sie hatten noch nicht mal, wie nennt man das, Schlösser, ne, an den Häusern, weil alles friedlich war. Wann war das? Wann ist das? Jetzt? Ganz bestimmt nicht. Es wird nie Frieden geben in Jerusalem, in Israel. Wird es nie Frieden geben. Ja? Bis eben Jesus kommt. Dann kommt der Frieden nach Jerusalem. Aber dann haben wir ja ein neues Jerusalem. Das neue Jerusalem, das Jesus jetzt vorbereitet. Und genau das ist nämlich das Jerusalem, von dem hier die Rede ist in Hesekiel. Ja? Und die Leute, die sind ja in Sicherheit für 1000 Jahre. Wir wissen ja ganz genau, während dem tausendjährigen Reich werden die Speere und die Kriegswaffen in Pflüge umgewandelt. Das lesen wir ja im Alten Testament. Ihr könnt das finden. Das steht eindeutig im Alten Testament. Ja? Jesaja, ja, Jesaja steht es ganz bestimmt. Jeremia, Jesaja, die haben das alles vorausgesagt. Nach diesem Krieg, nach dem
Zorn Gottes, ja, gibt es keinen Krieg mehr auf der Erde. Alle leben sie friedlich zusammen. Bis dann wieder dieser Satan frei wird. Und das sehen wir ja dann in Offenbarung 20. Wo steht das? 5. Ja? Nee. 7. Und wenn die 1000 Jahre vor Ende sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden. Da steht das. Und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, die an den vier Enden der Erde leben, den Gog und Magog, um sie zum Kampf zu versammeln, deren Zahl wie der Sand am Meer ist. Ja, und das ist nach den 1000 Jahren. Und wir wissen das, weil eben Ezekiel 38 eindeutig sagt, dass diese Stadt Jerusalem in Frieden ist. Und dann sehen wir halt auch, weil sie keine Waffen haben, wer sie verteidigt. Und diese Leute, die sich um Gog und Magog, ne, angesammelt haben, die hatten auch ganz primitive Waffen. Ja, und sie haben halt gedacht, mit diesen primitiven Waffen können sie Jerusalem einnehmen. Warum? Weil halt Jerusalem ohne Waffen waren. Und sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus Christus sie mit, was steht da, Feuer zerstört. Es fiel Feuer von Gott aus dem Himmel herab und verzehrte sie. Das ist eindeutig die gleiche Schlacht. Die Schlacht, die vor dem tausendjährigen Reich passiert, ist halt diese Schlacht von Harmageddon, die wir in Offenbarung 16, 12 bis 16 beschrieben, oder die da beschrieben wird. Das ist die Schlacht, ja. Das heißt, die Könige vom Osten kommen, fallen ein in den Mittleren Osten und treffen dort auf das Tiersystem, das Tier aus dem Meer und der falsche Prophet, also das Tier aus der Meer und das Tier aus der Erde, ja. Da kommen die zusammen und sie zerstören sich gegenseitig. Sie bringen sich gegenseitig um. Ja? Das ist dieser Krieg. Dieser Krieg wird auch von Sacharja beschrieben. Wir können mal dahin gehen, Sacharja. Also das ist Sacharja 14. Ja, da sehen wir diesen Harmageddon-Krieg beschrieben. Ist nicht die gleiche Krieg, Leute, wie der Gog und Magog-Krieg. Ja, das ist dieser Krieg, bevor Jesus Christus sein Reich gründet oder aufstellt. Ja, da steht, siehe, es kommt ein Tag für den Herrn. Siehe, es kommt der Tag des Herrn. Er hat es ein bisschen komisch übersetzt. Der Schlachter ist schon ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht, warum das Leute denken, der Schlachter ist so gut, weil er gar nicht so gut ist. Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte. Und er redet hier von Jerusalem. Ja, die Beute von Jerusalem wird zerteilt in ihrer Mitte. Da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg zusammen sammeln. Und die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt muss in Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Ausgerottet, Leute. Ja? Das ist ein ganz anderer Krieg. Ja? Total anderer. Und das ist genau, passiert genau während dem Tag des Herrn. Also während dem Zorn Gottes. Der Tag des Herrn fängt an, da ist halt der Zorn Gottes. Und dann danach gehen wir mal, wir können das alles lesen, ja? Und dann in 5 steht, dann wird der Herr mein Gott kommen und alle Heiligen mit ihm. Ja? Sie werden ihn dann alle sehen in den Wolken
Und wer ist mit ihm? Die Heiligen. Also müssen die Heiligen vorher eingesammelt sein. Wann werden sie eingesammelt? Während der Entrückung, vor dem Zorn Gottes, vor dieser Schlacht. Ja? Und diese Schlacht ist der Harmageddon, die Harmageddon-Schlacht in Offenbarung 16, 12 bis 16. Wenn die Könige von dem Osten einfallen ins Heilige Land oder Mittleren Osten. Das ist nicht Russland. Das ist nicht Gog und Magog vom Norden. Ja? Diese Leute haben keine Ahnung, weil sie nämlich Zionisten sind. Weil sie nämlich diesen falschen Lehrern, judäischen falschen Lehrern nachlaufen. Deswegen. Sie sind falsch. Das sind eben diese Leute, diese Zionisten und auch eben diese Dispensationalisten oder Futuristic People. Ja? So wird es dann aussehen, wenn Jesus Christus oder während dieser Schlacht, dieser letzten Schlacht vor dem Reich Gottes, die Harmageddon-Schlacht. Ich weiß, ich habe Leute gehabt, die haben das auch nicht gesehen, ja, weil ich ja das schon mal besprochen habe. Aber wir müssen die Bibel lesen und aber auch analysieren. Wir müssen alles angucken und sagen, okay, wo passt das rein? Wo könnte das reinpassen? Normalerweise, die Juden könnten das auch sehen, ja, weil sie ja Zachäus haben, nicht Zachäus, Zachariah haben. Und sie können das vergleichen. Das sieht doch eindeutig, dass das nicht die gleiche Schlacht ist. Die Schlacht, bevor Jesus Christus wiederkommt, ist eine andere Schlacht wie die Hesekiel-Schlacht. Warum? Weil die Hesekiel-Schlacht nach dem Zorn Gottes passiert. Oder, nee, die Hesekiel-Schlacht passiert nach dem tausendjährigen Reich. Wenn eben alle in Sicherheit sind. Und dann verführt sie halt Satan wieder. Ganz am Schluss. Während dem tausendjährigen Reich werden ja sehr viele, ja, Kinder geboren. Sind ja dann nach diesem Zorn Gottes, sind ja fast die meisten gestorben. Sind ja ganz wenige übrig. Und dann muss halt die Erde wieder bevölkert werden. Und dann sind eben Leute hier wieder Menschen, die auch getestet werden. Werden sie Jesus folgen oder werden sie nicht Jesus folgen? Ja, und was sehen wir dann? Dass sie wieder den gleichen Käse von vorne anfangen. Obwohl ja Satan dann vielleicht gar nicht da war. Ne? Vielleicht haben sie da dann gut Jesus nachgefunden. Dann kommt der Satan und dann verführt sie wieder. Ja? Führt sie wieder. Dann haben wir wieder den gleichen Schlamassel wie vorher. Ja, und dann sehen wir halt bei Zacharja, dass wenn Jesus kommt, dass eben dann das anfängt mit dem tausendjährigen Reich. Ja, und er wird Herr, das ist ein Neuen, und er wird König sein über die ganze Erde. An jedem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Ja? Und sie werden darin wohnen. Es wird keinen Bannfluch mehr geben. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Genau hier steht das nämlich, Leute. Und Jerusalem wird sicher wohnen. Genau die gleichen Worte, die Ezekiel in 38 benutzt hat. Ja, ihr müsst halt lesen. Müsst halt lesen. Da steht, das aber wird die Plage sein, mit welcher der Herr alle Völker schlagen wird, die gegen Jerusalem Krieg geführt haben. Das ist aber jetzt, Leute, das ist eine Plage. Ihr Fleisch wird verfaulen, während sie noch auf ihren Füßen stehen und ihre Augen werden verfaulen in ihren Höhlen. Das ist ein anderer Tod, das ist nicht Feuer. Ja? Wo das Feuer runterkommt und sie total kaputt macht.
Es ist ein anderer Krieg, es ist eine andere Kriegsführung. Ja? Es wird geschehen an jenem Tage, der wird eine große Verwirrung vom Herrn über sie kommen, sodass sie einander die Hand des anderen ergreifen und jeder gegen seinen Nächsten die Hand erheben wird. Ja? Und es steht weiter, und auch Juda wird da kämpfen. Ja? Und auch Juda wird zerstört werden, die, die nicht gläubig sind. Ihr müsst die Stellen vergleichen. Das heißt, ich habe jetzt von Sacharja 14 gelesen. Und ihr seht, dass Sacharja 14 und Hesekiel 38 ganz verschiedene Schlachten sind. Ja? Schlachten sind. Aber jetzt zurück zu Russland, weil ja so viele jetzt schreien, oh, Russland wird Israel angreifen. Nein, ich habe das auch schon so oft besprochen. Und ich glaube wirklich, wirklich, dass es so passieren wird. Wir sehen nichts über das, was Russland mit Russland passiert in der Bibel. Na gut, wir wissen nur, dass Russland kein Teil ist von diesem Harmageddon-Krieg. Das wissen wir. Da kommt Russland nicht vor. Es kommen nur die Könige von Osten vor und eben das Tier aus dem Meer und Tier aus der Erde. Das ist der falsche Prophet. Nur die sind da. Das heißt die NATO. Die zwei gehen gegeneinander. Das wissen wir. Also, Russland ist da gar nicht da. Ja? Das ist Blödsinn. Blödsinn, ihr müsst es lesen in Offenbarung 16. Und was ist nun mit Russland passiert? Ja, ich denke halt schon, weil es halt sehr viele Wahrsager oder Hellseher oder was man auch, wie man es auch sagt, aber auch eine christliche Frau, habe ich ja schon gesagt, die das eindeutig gesehen hat, dass Russland Europa angreifen wird und es da zugrunde geht. Ja? Da wird ein Ende gemacht eben mit Russland. NATO wird ein Ende schaffen mit Russland. Ja? Aber dann kommen halt die Könige vom Osten. Also was haben wir denn da? China. Und da fangen sie ja jetzt schon an. Ja? Diesen Konflikt mit China. Das heißt, wenn sie dann Russland zerstört haben, oder sie denken sie, ja, wir haben Russland zerstört, ja, dann wird natürlich China kommen und sagen, na, und mit uns macht ihr das aber nicht das Gleiche, ja, und dann gibt es halt da diesen Harmageddon-Krieg, ja, der wir eindeutig sehen. Und wir müssen das aber alles lesen und nicht einfach annehmen, weil halt jetzt die Zionisten das uns sagen, weil sie das unbedingt wollen, weil halt der Antichrist unbedingt möchte oder der Mann der Sünde, es tut mir leid, dass ich überhaupt das Wort sage, weil der Mann der Sünde halt unbedingt möchte, dass wir diesen Käse glauben. Ja? Er will ja, dass wir das glauben, damit wir verführt werden, damit wir uns nicht konzentrieren auf das Reich Gottes und auf die Wiederkehr von unserem König. Ja? Weil wenn wir eine Lüge glauben, dann werden wir zur nächsten gehen und zur nächsten gehen und zur nächsten gehen. Ja. Die Christen haben halt schon jetzt jahrelang ein Leben gelebt. Und wenn ich euch auf die Füße trete, jetzt tut mir das leid, weil es sicher Leute gibt, die das nicht so gemacht haben, aber die meisten sogenannten Christen haben das gemacht. Wir leben halt in dieser Welt und wir machen uns diese Welt sozusagen untertan und ja, wir denken ja gar nicht, dass vielleicht Gottes Reich kommt. Ja, irgendwann sterben wir mal und was weiß ich, was dann passiert. Dann gehen wir in den Himmel und wir spielen mit den Harfen. Ja? So stellt man sich das ja vor. Ja? Wir sind jetzt hier und wir machen uns alles wunderbar. Und so haben aber die ersten Christen nicht gelebt, weil sie halt immer gedacht haben, Jesus kommt zu ihrer Lebzeiten. Deswegen haben sie anders gelebt. Sie haben ganz genau gewusst, sie leben nicht in diesem Reich.
Und wir sollten das auch nicht glauben. Ja, wir haben das wirklich, es tut mir leid, schon ewiglich falsch gemacht. Ja, und wenn wir wirklich ernstlich Jesus Christus nachfolgen wollen, müssen wir diese Dinge ablegen. Wir können nicht mit dieser Welt mehr mitschwimmen. Ja, aber da gehe ich halt jetzt weg vom Thema. Aber es ist wichtig. Wie gesagt, wir müssen dann halt der Wahrheit folgen. Was ist die Wahrheit vom Reich Gottes? Ja, nicht, oh ja, wir sind ja gerettet, weil wir Jesus angenommen haben. Er ist ja für uns gestorben. Und da halten wir dann an. Und der Rest machen wir halt dann mit der Erde, ja, mit der Welt. Ja, das ist nicht wiedergeboren. Manche sagen ja auch, ja, und dann sind wir automatisch wiedergeboren. Wenn wir Jesus annehmen als unseren Retter, sind wir automatisch wiedergeboren. Wir brauchen gar nichts dazu und tun. Sagt aber, wie gesagt, Paulus auch nicht. Also Leute, schaut euch diese, ich will jetzt da nicht ein neues Thema anfangen, schaut euch diese Dinge an. Vergleicht, wirklich liest Ezekiel 38. Weil es gibt immer wieder Leute, die wollen euch verführen. Ja, ich habe es wieder gehört von jemand, der gesagt hat, ja, es wurde jemand erzählt, dass es die Entrückung nicht gibt. Ja, natürlich, wenn ihr die Bibel nicht lest und diese Stellen nicht kennt, dann kann man euch sehr leicht verführen. Ja, ist doch ganz klar. Ganz klar. Woher wisst ihr denn dann, dass euer Bräutigam kommt? Ja? Ihr wisst doch gar nichts dann. Man kann einen anderen euch grad voll labern, bla bla bla. Ja? Aber kommt zum Ende, meine Lieben. Lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.